Ein herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei 7 Days to Die in der anderen Legacy Modell. Liebe Leute, ich habe es umgestellt, ich habe es nun auch endlich gefunden. Es ist eigentlich ziemlich einfach gewesen. Ich wäre aber nicht drauf gekommen. Bin ich ganz ehrlich, ich wäre nicht drauf gekommen. Ich habe das Anzeigen der Rezepte umgestellt und zwar von Arbeitsstation auf alle. Das gibt übrigens auch noch wahrliches oder wahres Überleben. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich wird es einem dann nur angezeigt, wenn man die Ressourcen hat oder so. Ganz weird. Aber tatsächlich, ja, der Schmelztiegel wird weder in der Schmelzofen noch in irgendeiner anderen Handwerksstation hier hergestellt. Nein, das ist eigentlich ziemlich einfach. Und zwar im Lagerfeuer. Wer hätte es gedacht? Unglaublich. Hier ist er, der Gute. Und dazu brauchen wir halt 4 Eisenplatten. Und ich bin gerade verwirrt, dass wir keine Eisenplatten mehr haben. Gut, Tatsache. Ist wohl so. Wir haben noch ein paar Eisenbarren, okay. Und wenn wir ein paar Stahlplatten... sieht doch Tatsache so aus, dieser Hund, ne? Dieser Hund, Wahnsinn. Es sieht Tatsache so aus, dass wir doch wahrlich kein Eisen mehr haben. Wir haben noch ein bisschen von dem Zeug hier, aber das ist einfach viel zu... Nur im Notfall, aber wirklich nur im Notfall. Von daher möchte ich noch ein paar Stahlplatten machen. Und zwar genau diese 4, um den Crucible zu machen, damit wir herausfinden, was wir an Stahl brauchen. So, ich lege mir den hier mal rüber. Und jetzt müssten wir eigentlich in der Lage sein. Ja, wir können ihn machen. Den kochen wir jetzt. Mechanische Teile müssen auch dabei sein. So, einen da rein und dann kochen wir den Burschen. Braucht Tatsache nur eine Minute. Dann können wir das Ganze aufrüsten. Ich kann den ganzen anderen Kram hier jetzt mal rein sollen. Außer die Forschungsdaten natürlich. Sehr schön. Wunderbar. Das sieht doch schon mal gut aus. Und mir noch leicht verstopfte Nase. Ich bin gespannt, ob wir genügend Stahlplatten herstellen können. Vor allem, was an Rezept benötigt wird. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das hier vorher auch angezeigt worden? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich könnte mir vorstellen, nein. So, Output. Dann haben wir das, den Schmelztiegel. Wunderbar. Jetzt können wir, glaube ich, den Schmelzofen aufrüsten. Dazu fehlt uns noch ein Holzhammer. Den haben wir definitiv. Irgendwo hier. Genau. Da nehmen wir mal den schlechteren. Und Leute, es ist soweit. Wir rüsten unseren Schmelzofen auf. Nein. Workstation hat er mir. Oh, ich hatte schon. So, wir nehmen das mal raus hier. Die Geschichte. Jetzt müsste es gehen, oder? Los geht's, komm. Aufrüsten. Zack. Und ja, perfekt. Super. Damit hätten wir den Schmelzofen. Der Stufe 2, richtig? Genau, der Stufe 2. Und jetzt könnten wir bestimmt Stahlbarren herstellen. Und für Stahl brauchen wir Steinkohlepulver und Eisenbarren. Oh, das ist gut, das ist gut. Was brauchen wir? Wie viele? Wir brauchen zum Aufwerten nur 18 Stahlbarren. Nur in Anführungsstrichen. Wir brauchen den Amboss, wir brauchen einen Kochgrill und wir brauchen... Wassereimer und wir brauchen noch Lehmziegel. Wir machen nochmal die Lehmziegel, würde ich sagen. Wir machen nochmal die Lehmziegel. Hatte ich jetzt keinen Treibstoff mehr. Ich hatte keinen Treibstoff mehr, ne? Brennholz, Brennstoffziegel. Ja, das nehmen wir mal mit drüber. So, jetzt. Wie viel... Ist eigentlich auch egal, ne? Eigentlich ist es egal. Wir brauchen noch 18 Lehmziegel, aber wir könnten theoretisch erstmal Lehmziegel machen, wie wir lustig sind. Ja, das vielleicht nicht, aber ich sag mal 30 Lehmziegel können wir ruhig herstellen. An der Stelle, das machen wir auch. Dann brauchen wir Holzkohlepulver, ne? Steinkohlepulver, Steinkohlepulver und Steinkohle. Das wäre normale Kohle und das wäre Holzkohle. Lass uns nochmal schnell gucken. Stahlbarren aus dem
okay. Aber auch Stahlbaren aus dem. Stein, Kohle, Pulver. Ja, machen wir mal 30 Stück, würde ich sagen. Da machen wir mal einfach mal 30 Stück. Was kommt da raus? Output 10. Achso, einer macht 10, also machen wir nur 3. Dann sind das schon 30. Das ist schon gut. Das ist schon gut. So, ich glaube, den hier können wir wieder zurückpacken. Das müsste drin sein. So, damit hätten wir es durch. Und Stahlbarren. Brauchen wir die Barrenform? Haben wir die Barrenform? Packen wir rein. Und Barrenform und Schmelzofen Schuh 3. Wir haben doch alles. Warum können wir nicht das hier voll die Ressourcen und dies fertig? Da war doch Brennstoff drin, Leute. Was ist los mit euch? 18 haben wir gesagt, ne? Komm, ich mache jetzt erstmal 18 Stahlbarren. Das haue ich jetzt mal da unten rein. Dann brauchen wir den Amboss. Schauen wir noch mal kurz. Amboss. Da ist der Amboss. Und dafür brauchen wir... Das ist das Ding, was uns fehlt. 200 Eisenbarren. Ein Wassereimer. Eimer mit Eimer Wasser. Entweder das oder das. Ich würde sagen, den hier. Können wir machen, glaube ich. Zack, dann haben wir den schon mal. Und hier sind wir durch. Was ist denn davon? Jetzt schauen wir noch mal. Ist es Tatsache noch der Kochgrill? Weil den Kochgrill kriegen wir schnell hergestellt. Das ist kein Problem. Ich verhungere gerade, merke ich. Upsala. Das wollen wir natürlich nicht. Benutzen. So, und trinken wollen wir natürlich auch. Diesmal einmal Mineralwasser. Und wir schnappen uns die Kunststoffflaschen. Die schnappen wir uns auf jeden Fall nochmal. Die nehmen wir dann entsprechend mit. So, jetzt können wir uns regenerieren. Das ist sehr gut. Wir haben das bereits. Wir haben den Kochgrill. Und Tatsache, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist der Amboss, liebe Leute. So sieht's aus. Und da würde ich einfach vorschlagen, ich gehe jetzt da ein bisschen farmen und ich nehme euch mit, aber im Zeitraffer. Das machen wir gleich. Ich kündige es gleich noch an, aber vorher packen wir die ganzen Sachen, die wir benötigen, die wir brauchen, hier erstmal rein. Und ja, definitiv. So werden wir es machen. Ich schnappe mir nochmal unsere Klamotte hier. Und nochmal 1, 2, 3 Reparaturkits. Und ich würde sagen, nichts spricht dem entgegen. Wir haben die Schaufel dabei, wir haben das dabei, wir haben das dabei. Wir gehen los. Wir gehen los. Und ja, schauen wir doch mal ganz kurz, wo es hingeht. Ich will gar nicht so weit weg. Ich denke, wir werden uns hier an der Stelle irgendwo auslassen. Hier sind noch zwei Ressourcensteine. Ich werde hier hinfahren. Liebe Leute, dann würde ich sagen, ab jetzt geht's los, ab in den Zeitraffer. Und wir sehen uns gleich wieder hier. Bis gleich.
So, liebe Leute, da sind wir wieder zurück. Ich denke, das war eine ganz gute Runde an der Stelle. Für euch natürlich im Zeitraffer, für mich etwas länger. Und ja, wir fahren jetzt zurück. Ihr seht es rechts oben. Der Blattboden steht vor der Tür. Und ja, da müssen wir uns, ja, was heißt, ein Stück drauf vorbereiten. Schon ein Stück drauf vorbereiten, definitiv. Und mir fällt auch gerade ein, wir müssen uns auch um Essen kümmern. Das heißt, wenn wir hier auf dem Weg noch Nahrung finden sollten. Zumindest Eier und Speck. Das wäre total toll. Dann wäre uns damit auf jeden Fall schon mal geholfen. Aber im Moment, außer das Huhn, was ihr vielleicht im Zeitraffer gesehen habt, was uns da entwischt ist, war da nichts. So. Dann schauen wir doch mal. Ein bisschen Eisen haben wir. Das schmeißen wir schnell an. Schwierig, schwierig. So, unsere Axt, die ist, unsere Pickaxe, die ist fast kaputt. Die werden wir gleich reparieren und natürlich wegpacken. So, das machen wir schon mal eben schnell an der Stelle. Kann ich die eigentlich an der Wartungsstation? Leider nicht. Leider nicht. Geht momentan nur so. Machen wir auch. Die reparieren wir schnell. Dann packen wir die auch wieder zurück. Zack, 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 zack. Sehr gut. Munition. Siehst du, Munition haben wir noch gar nicht in dem Falle. Was ich jetzt machen werde, natürlich, ist die Eisenbahn hier anstellen. Tatsache 99. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Das können wir schon mal machen. Und können wir Nahrung machen? Was meinst du? Können wir Nahrung machen? Wir können ein bisschen Wasser kochen. Okay, will ich eigentlich gar nicht. Gemüseeintopf. Nee, gegrilltes Fleisch. Fleisch haben wir an der Stelle zu Kochgrill. Kochgrill würde noch... Das würde funktionieren. Wir haben... Ja, okay. Aber gekochtes Fleisch würde halt auch noch gehen. Eier und Speck geht auch noch. Na, da schau her. Vier Stück sogar. Ja, das machen wir natürlich. Das Nahrhafteste überhaupt. So, dann hauen wir das, was geht, hauen wir hier rein. Aber Eier haben wir nicht. Eier packen wir hier auch nochmal mit zu. Sehr gut. Dann hätten wir das. Das geht da nochmal mit hin. Die Reparaturkits packen wir dahin. Ich weiß nicht, ob... Da waren Federn. Federn, ja, Federn, ein gutes Thema. Ich glaube, ein paar Bögen. Steinpfeile, Eisenpfeile, dafür fehlen uns die hier. Und die machen wir. Ja, wo machen wir die denn? Da. Da fehlen uns Eisenplan. Wir sollten es machen. 10, 4, sagen wir mal, 5 Eisenplatten müssen wir da auf jeden Fall nochmal rausholen. Das sollten wir investieren. Hast du nur 3 Eisenplatten? Okay. Ja, da brauchen wir nochmal 2, 3, 4. Nochmal 2. 5 würde ich auf jeden Fall machen. Genau, 50 Stück, dann machen wir nämlich 50 Pfeile, haben wir wieder 100 Pfeile. Das ist, denke ich, in Ordnung an der Stelle. Das ist nämlich jetzt die Vorbereitung auf den quasi Blood Moon. Und wie gesagt, Blood Moon, ich hoffe, das ist jetzt der Plan. Ich hoffe, dass wir es schaffen, den Blood Moon zu überleben, das ist das eine, klar. Dann so schnell wie möglich den Reparatursatz herzustellen für... Sachen Van. Ich hätte, glaube ich, Bock auf einen Van. Wir gucken uns das mal genau an. Und wenn wir den Van haben, haben wir die Möglichkeit, schon quasi Ressourcen quasi und Arbeitsstationen und so weiter, alles reinzupacken und entsprechend rüberzufahren. Denn, wie versprochen, will ich nach dem Platten nun umziehen. Wir werden uns drüben einrichten. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich Bock drauf. Das wird bestimmt richtig gut. Und, Pfeile im Bogen. Ne? Pfeile wollte ich mal herstellen. Eisenpfeile. 50 Stück. Perfekt. Das machen wir an der Stelle.
wir können sogar Kerzen herstellen. Cool. Okay. Aber das lassen wir mal. Wer weiß, wofür wir es noch brauchen. Oh, entschuldigt bitte. So, dann werden wir uns nochmal reparieren. Hier ist die Wartungsstation. Den hier. Zack. Den Katana noch. Den Bogen noch. Und Munition. Munition nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, ob 180 Schuss oder... Ich glaube, die Hälfte. Die Hälfte davon, finde ich, sollte mitgenommen werden. Machen wir auch. So. Und das ist so das, was wir jetzt quasi noch brauchen. Ja. Doch, ich denke, das ist cool. Hier sind wir off. Wir haben 90 Eisenbarren. Das ist schon... Gut. Stahlbahn, 90 Eisenbahnen. Mehr haben wir nicht. Wir haben nur echt 90 Eisenbahnen. Okay, ja. Meine Güte. Dann ist das so. Da können wir nichts machen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch eine zweite Runde farmen gehen. Aber ich denke, das werde ich offscreen machen. Dass wir das hinbekommen. Was brauchen wir jetzt noch Wichtiges für den Blood Moon? Schnell überlegen. Verbandsmaterial haben wir. Ich werde, glaube ich, noch eine große Verbandskiste mitnehmen für den Fall der Fälle. Das auf jeden Fall. Antibiotikum, glaube ich, brauchen wir erstmal an der Stelle nicht. Ich weiß gar nicht, sind die hier schon... Oh ja, die sind schon. Das heißt, wir können noch ein paar Verbandsblättermaterialien sozusagen herstellen. Ich hoffe, wir können Rezepte... Ja, da können wir nochmal eine Aloe Vera Creme herstellen. Und dann können wir mit der Aloe Vera Creme, glaube ich, 6 Verbände herstellen. Kann das sein? Tatsache, wir können 6 Verbände herstellen. Das machen wir. Die 6, dann machen wir hier 5 Verbände draus. Ach so, das deckt. Ja, okay. Ich verstehe. Alles klar. Das deckt hoch. Bevor wir jetzt rübergehen, also wir müssen sowieso nochmal essen, trinken, haben wir ja jetzt hier quasi. Da fehlt uns Brennmaterial. Das ist nicht so schön. Das warten wir jetzt nochmal eben ab. Das kann auch ausbrennen. Da habe ich kein Problem mit. Genau. So. Das bleibt natürlich erstmal hier. Wir werden noch einen davon benutzen. Und dann haben wir hier die Mistu-Soup. Das sind 10 Nahrung. Und dann haben wir hier Dosennudeln. Auch nochmal 2 Stück. Für den Fall der Fälle. Dreimal was zu trinken. Das ist auch in Ordnung. Und wir haben echt nur noch 3-mal was zu trinken. Ne? Frische Wasserflasche. 4-mal zu trinken. Okay. Wir nutzen noch einmal das Trinken. Das ist auch okay. Dann haben wir 18 Stück davon da. Ich denke nicht, dass viel passieren wird. Wir haben 5 Verbände. Die packen wir hier dann noch dazu. Ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt an der Stelle. Ich denke schon. Wir nehmen nochmal die Schiene mit für den unsagbaren Fall, dass vielleicht eventuell, ihr wisst, was ich meine, da eventuell noch mal das Bein gebrochen wird. Und von daher, ich glaube, wir sind da jetzt erstmal ganz gut aufgestellt. Ja, ich denke schon. Dann lass uns nochmal ganz schnell gucken, bevor wir rüberfahren. Lass uns nochmal ganz schnell gucken. Ich weiß nämlich leider nicht mehr, was wir brauchen. Reparatursatz. Genau, wir brauchen 50 Stahlplatten. Das ist richtig. Und für die 50 Stahlplatten, wir brauchen noch Autoräder. Brauchen wir auch nochmal Eisenplatten. Ah, das ist natürlich... Aber dazu brauchen wir nur die Schematik, ne? Das ist nur die Schematik, okay. Dann könnten wir das Rad herstellen. Wir müssen die Schematik erstmal machen. Wisst ihr was? Von daher ist das Wumpe, was wir machen. Wir müssen erstmal 25 von diesen Stahlplatten noch machen. Damit wir sowieso erstmal die Schematik haben. Oder haben wir die? Wir haben die Schematik, haben wir doch noch gar nicht. Nee, die ist blau. Blau bedeutet, wir haben sie noch nicht.
Blau bedeutet, wir müssen sie an der Forschungsstation Stufe 3 machen und die sollten wir aber haben, oder? Minibike, Motorrad. Ich bin verwirrt, das ist ja Tier 2. Richtig, da war was. Also müssen wir 50 Eisenplatten machen für die Forschungsstation Stufe 3 und dann brauchen wir noch Forschungsdaten. Also es ist noch ein langer Weg anscheinend. Ja, habe ich überhaupt nicht mehr mit bedacht. 25 macht keinen Sinn. Wir brauchen nochmal 25. Wir können nur 20 herstellen. Ja, ärgerlich. Gut, machen wir. Ja, machen wir. Ich werde das offscreen machen. Ich werde offscreen noch ein paar Spots ablaufen und das abfarmen. Und dann werden wir uns an der Stelle da auch wiedersehen. Definitiv. So, ich würde sagen, gibt es jetzt noch was zu tun? Irgendwas Wesentliches zu tun? Nein, wir können noch ein bisschen jagen gehen. Das können wir auf jeden Fall noch machen. Wir schnappen unsere Pfeile. Wir sind aufgerüstet. Wir gehen noch ein bisschen jagen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal ein bisschen jagen. Wir gehen erst ein bisschen jagen. Irgendwo hier müssen doch. Ich hake fest. Warum hake ich fest? Verdammt nochmal. So. Schauen wir doch mal, ob wir nicht den ein oder anderen Hasen oder das ein oder andere Huhn abgreifen können. Eventuell noch ein bisschen Wasser. Wir schauen mal. Ja, Tatsache. Sache. Ach, da ist nichts. Ja, okay. Hätte ich vorgucken können. Super. Ja, aber ich denke, glaube, wir sind grundlegend auf einem guten Weg. Sich den Hasen nicht mehr. Wo ist er denn? Da. Ja, sehr schön. Da habe ich nicht begerechnet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wo ist mein Fahrrad? Verkehrte Richtung. Okay, dann lasst uns doch nochmal. Wir sind eh in der Richtung unterwegs, glaube ich, ne? Ja, wir sind eh in der Richtung unterwegs. Wo war das? Ja, wir müssen eigentlich nur hier runter. Das machen wir doch. Dann sind wir doch eh schon da, oder? Dann sind wir doch eh schon da. Es dürfte hier gerne auch noch irgendwie so mal so ein Hirsch oder sowas. Das wäre schon nice. So, und hier ist quasi unsere Plattenmoonbase, also unsere Auserkorene. Aber ich will noch ein kleines bisschen weitergehen hier. Electronics und Savage County.
Da ist noch unser unser alter Rucksack. Lass uns hier noch kurz gucken. Vielleicht haben wir ja... Ja, der ist noch unberührt. Nehmen wir mit. Und ah, hier ist ein grüner Van. Finde ich cool. Schwarzer Van wäre natürlich noch nicer. Ah, sehr gut. Schaut mal, Forschungsdaten. Ja, schrotten wir, sind 50 Forschungsdaten. Wir werden es brauchen. Wir werden es definitiv brauchen. Hier kein Weg drum hin. Aber hier, schaut euch diesen schönen grünen Van an. Das könnte es sein. Der hat richtig Volumen. Steinschaufel. Okay, aber die Plastikflasche, die nehmen wir mit. Steinschaufel brauche ich jetzt, glaube ich, an der Stelle erstmal nicht. Das Carwash. Da ist, glaube ich, noch ein Krakenbrook, aber da waren wir schon drin. Vermutlich. Das war nice. Das war Sneaky Peaky. Was? Oh Gott. Verbrannter Zombie. Aha. Die sehen auch lecker aus. Lederponcho? Nice. Hitzewiderstand, Kältewiderstand. Das ist nicht schlecht. Den heben wir uns mal auf, falls wir eventuell das Hitzewiderstand, falls wir in die Wüste müssen. Ja, definitiv. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Liebe Leute, ich glaube, es ist Zeit. Ja, ich denke, es ist Zeit. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die halbe Stunde geknackt haben, aber es könnte möglich sein, dass wir da jetzt nah rankommen, wenn wir nicht sogar drüber sind. Von daher würde ich sagen, die Folge ist an der Stelle zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und zwar dann hier bei Rolling Bowling Pity Pits, nämlich genau hier. Und ich schalte rechtzeitig ein, wenn der Blood Moon einsetzt. Wir schauen, wie wir drüber wegkommen und dann sehen wir zu, dass wir so schnell wie möglich an unser Automobil kommen und so schnell wie möglich umziehen. Das ist der Plan, liebe Leute. Mir hat es gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Und ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare. Ich lese es mir gerne durch. Und bis dahin, ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.